Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute machen wir das Kreisel-Experiment. Jo, in dem Video wollen wir jetzt drei verschiedene Dinge machen. Und zwar wollen wir erst einmal schauen, wie ein Kreisel überhaupt funktioniert. Das brauchen wir als Grundlage für den zweiten Teil, denn da wollen wir selber einen Kreisel bauen. Und ja, je mehr man über einen Kreisel weiß, desto besser klappt das. Und dann gibt es noch einen dritten Teil, da geht es um einen Kreiselschreiber. Was es damit genau auf sich hat, das werdet ihr dann später sehen, wenn es soweit ist. Ja, wir starten mit Teil 1 und schauen uns erstmal an, wie ein Kreisel überhaupt genau funktioniert. Also das Besondere an einem Kreisel ist ja, dass er sich dreht und erst umkippt, wenn er langsamer wird. Warum ist das eigentlich so? Also, dass der Kreisel umkippt, wenn er sich nicht dreht, das hat einen ganz einfachen Grund. Na klar, das liegt an der Schwerkraft. Der Kreisel hat ja eine ziemlich große Masse im oberen Bereich, also ein großes Gewicht, und das wird eben von der Erdanziehungskraft nach unten gezogen und daher kippt er um. Das heißt aber, jetzt muss es irgendeine Kraft geben, die den Kreisel aufrecht hält, also die der Schwerkraft entgegenwirkt, wenn er sich dreht. Und dafür müssen wir uns jetzt mal mit der Trägheit beschäftigen. Trägheit, klar, kennt man. Das ist, wenn man keine Lust hat, wenn man so ein bisschen müde ist vielleicht, sich nicht wirklich bewegen will. Das kennen wir als Trägheit. Das gibt es aber auch in der Physik. Trägheit bedeutet, dass eine Masse, also ein Gegenstand, ein Körper mit einem Gewicht, wenn der in Bewegung ist, dass der diese Bewegung eigentlich gerne beibehalten möchte. Wir kennen das zum Beispiel beim Autofahren. Wenn wir mit dem Auto auf der Straße langfahren, dann müssen wir aufs Gaspedal treten. Wir brauchen also Energie, um immer weiterzufahren. So, und damit das Auto irgendwann wieder zum Stehen kommt, dürfen wir natürlich kein Gas mehr geben. Das heißt, wir müssen den Antrieb ausschalten. Jetzt haben wir hier für das Auto mal so eine rote Linie und wenn es da drüber fährt, dann soll es mal den Antrieb ausschalten, damit es anhalten kann. Und jetzt gucken wir mal, was da passiert. Und wir sehen, das Auto hält an, aber so wie es anhält, das ist irgendwie Quatsch. In der Realität sieht das ein bisschen anders aus. Wenn das Auto hier über die rote Linie fährt, den Motor ausschaltet, kein Gas mehr gibt, dann würde es nicht sofort anhalten, sondern noch ein ganzes Stück weiter rollen. Und das Ganze, das nennt man dann die Trägheit. Also die Masse von dem Auto, die möchte sich eigentlich gerne weiter bewegen. Aber natürlich gibt es Reibungskräfte, die reiben sich auf dem Asphalt und das Auto reibt sich in der Luft. Es gibt also einen Luftwiderstand und dadurch kommt das Auto dann allmählich zum Stehen. Und natürlich kann man auch einfach nochmal auf die Bremse drücken und damit der Trägheit entgegenwirken. Im Weltall übrigens, da sieht das ganz anders aus. Da haben wir keinen Luftwiderstand und auch sonst keine Reibung. Wenn da ein Gegenstand, wie zum Beispiel ein Asteroid, wenn der einmal durchs Weltall fliegt, dann wird der auch von nichts mehr so schnell gestoppt. Auch wenn der sich dreht dabei, dann bleibt diese Drehung auch bestehen. Der hält nicht an wie auf der Erde, wo wir viel Reibung haben. Was wir uns zur Trägheit jetzt noch merken müssen, das ist, dass ein Körper nicht nur seine Bewegung beibehalten möchte, sondern auch die Richtung seiner Bewegung. Eine Masse, die gerade in eine bestimmte Richtung unterwegs ist, die möchte sich also immer weiter geradeaus in diese Richtung weiter bewegen. Das würde jetzt in unserem Beispiel mit dem Auto bedeuten, wenn eine Kurve kommt. Und wir lenken nicht, dann fährt das Auto auch einfach geradeaus weiter. Ja, die Trägheit, die geht geradeaus weiter. So, und jetzt muss man eigentlich sagen, wenn wir mit einem Auto oder auch mit einem Fahrrad oder einem anderen Fahrzeug durch eine Kurve fahren, dann kämpfen wir sozusagen gegen die Trägheit an. Ja, das Lenken ist sozusagen eine gewaltsame Richtungsänderung. Und das spüren wir auch. Wenn wir im Auto schnell in eine Kurve fahren, dann merken wir, wie wir in dem Auto zur Seite gedrückt werden. Ja, wir werden nach außen gedrückt, weil eigentlich möchte unsere Masse, unser Gewicht, eigentlich lieber die Richtung beibehalten. Und das ist eben immer geradeaus und keine Kurve. So, und die Kraft, die durch die Trägheit in einer Kurve entsteht, die nennt man Fliehkraft. Das ist eine Kraft, die uns immer nach außen aus der Kurve rausdrückt. Ein anderes Wort für Fliehkraft ist auch Zentrifugalkraft. Ja, und die Fliehkraft, die gibt es eigentlich überall da, wo sich was dreht. Ob das jetzt die Waschmaschine ist oder ob ihr selber das seid, wenn ihr euch ganz schnell im Kreis dreht und die Arme fliegen lasst. Oder was ihr wahrscheinlich auch alle kennt, auf dem Spielplatz, wenn man sich da in so einem kleinen Karussell dreht, da muss man sich teilweise schon richtig gut festhalten, dass die Fliehkraft einen nicht darunter schmeißt.
Vielleicht war man auch schon mal in einem Kettenkarussell, da ist es natürlich das Gleiche. Normalerweise würden die Ketten ja durch die Schwerkraft einfach gerade nach unten hängen. Aber wenn das Ganze anfängt, sich zu drehen, dann bewegen die Ketten oder auch die Leute, die da drin sitzen, sich durch die Fliehkraft immer weiter nach außen. Und wenn das Kettenkarussell wieder langsamer wird, dann senken sich irgendwann auch die Ketten wieder ab und die Schwerkraft überwiegt. Ganz ähnlich wie beim Kettenkarussell ist das auch bei unserem Kreisel. Wir wissen jetzt, warum er nicht umkippt. Na klar, wenn er sich dreht, dann wird seine Masse durch die Fliehkraft nach außen gedrückt. Ja? Also es gibt die ganze Zeit eine Kraft, die nach außen zeigt. Da sehen wir am besten nochmal, wenn wir von der Seite schauen, da sehen wir die Fliehkraft, die geht zu den Seiten und wirkt der Schwerkraft entgegen. Und erst, wenn er sich langsamer dreht, dann wird die Fliehkraft irgendwann so schwach, dass die Schwerkraft überwiegt und der Kreisel fängt an zu eiern und kippt irgendwann um. Okay, kommen wir jetzt zu Teil 2 und schauen uns an, wie man mit ganz einfachen Mitteln einen ziemlich coolen Kreisel bauen kann. Das ist ein Getränkedeckel, dann ein Schaschlikspieß, das kann aber auch ein Zahnstocher oder ein anderer Holzstab sein und eine Schere. Ja, als erstes muss man dann ein Stückchen von dem Holzstab abmessen, so 4 bis 5 cm. Da kann man aber auch ein bisschen rumexperimentieren, wenn man mehrere Kreisel baut, was die richtige Länge jeweils ist. Der Stab, der wird dann einfach mit einer Schere abgeschnitten. Dann kann man den Kreisel schon zusammenbauen, indem man mit der Spitze ein Loch in den Deckel piekst. Und dabei ist jetzt ganz wichtig, dass man wirklich genau die Mitte trifft. Also da kommt es wirklich auf Millimeterarbeit an, damit der Kreisel wirklich hinterher symmetrisch, also komplett gleichmäßig aufgebaut ist. Sonst eiert der und funktioniert nicht richtig. Ja, und bei so einem Kreisel, da kommt es ja vor allen Dingen eigentlich immer darauf an, dass er sich möglichst lange dreht. Ja, und wir haben jetzt ja schon gelernt, dass so ein Kreisel sich aufgrund seiner Trägheit dreht. Und wenn man jetzt noch weiß, dass die Trägheit von der Masse, also von dem Gewicht abhängt und dass schwerere Sachen eine größere Trägheit haben, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass ein schwererer Kreisel sich vielleicht auch länger dreht. Und deswegen gibt es jetzt noch eine zweite Bauanleitung für einen Kreisel mit etwas mehr Gewicht. Dafür braucht ihr folgende Materialien: ein Blatt Papier, einen Blechdeckel von Marmeladenglas zum Beispiel, dann einen alten Bleistift, der sollte nicht allzu lang sein, einen stabilen Nagel, einen Filzstift, eine Schere, etwas Tesafilm, einen Schraubenzieher und einen Hammer. Okay, zunächst wollen wir ein Loch in den Deckel bekommen. Das muss natürlich genau in der Mitte sein und dafür stellen wir uns erstmal eine Schablone her. Das heißt, wir zeichnen den Deckel auf einem Stück Papier ab und schneiden das Ganze dann aus. Die ausgeschnittene Schablone wird dann zweimal genau in der Mitte geknickt. Dabei ist wirklich wichtig, dass die Ränder genau aufeinander liegen, denn nur so kann man die Mitte bestimmen. Die Ecke, die dabei entsteht, die wird abgeschnitten. Allerdings wirklich nur ein ganz kleines Stückchen, sodass wir hinterher in der Mitte der Schablone ein Loch haben. Die Schablone wird jetzt genau passend auf den Deckel gelegt, ja, dass sie an keinem Rand irgendwie übersteht, sondern genau drauf passt. Dann wird mit dem Filzstift durch das Loch in der Mitte der Schablone der Deckel markiert. So, jetzt haben wir die Markierung in der Mitte des Deckels und als nächstes schlagen wir jetzt mit dem Hammer und dem Nagel ein Loch in die Mitte. Dabei sollte man natürlich aufpassen, dass man einen geeigneten Untergrund hat und nicht unbedingt den Deckel auf dem Küchentisch festnagelt. Sobald das Loch drin ist, kann man dann mit dem Nagel das Ganze noch ein bisschen weiten. Im nächsten Schritt dann muss das Loch natürlich noch ein bisschen größer werden, dass hinterher auch ein Bleistift durchpasst. Das geht am besten, indem man mit einem Schraubenzieher das Ganze noch ein bisschen vergrößert. Dabei bitte auch aufpassen, dass man sich nicht verletzt. Gerade wenn man so Löcher in Metalldeckel bohrt, dann kann es auch mal scharfe Kanten geben. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also sollte der Bleistift jetzt noch nicht ganz reinpassen, dann muss man mit dem Schraubenzieher noch ein bisschen weiter vergrößern, bis der Bleistift irgendwann durchpasst. Und damit er auch vernünftig darin hält und es nicht zu locker ist, gibt es jetzt noch den Trick, dass man ein bisschen Tesafilm um den Bleistift rumwickelt. Dann ist der Kreisel eigentlich auch schon fertig.
Und bevor man den Kreisel dann testet, sollte man noch einmal schauen, dass der Deckel wirklich möglichst gerade auf dem Stift sitzt. Sobald er schief ist, wird man schnell feststellen, dass der Kreisel sich dann nicht vernünftig dreht, sondern nur durch die Gegend eiert. Okay, im dritten Teil wollen wir uns jetzt noch angucken, was bitteschön ein Kreiselschreiber ist. Also den Kreiselschreiber zu bauen, das ist eigentlich ganz einfach. Dafür braucht ihr nur den Blechdeckelkreisel aus Teil 2. Und jetzt verschiebt ihr einfach den Bleistift, und zwar so, dass die Spitze jetzt nach unten zeigt. Also die Bleistiftspitze ist jetzt das untere Ende vom Kreisel. Wenn ihr den jetzt auf einem Blatt Papier dreht, dann werdet ihr sehen, dass der Kreisel euch Bilder macht. Das sind ganz besondere Bilder, man sieht darauf verschiedene Kreisformen und Spiralen. Ihr könnt dann noch den Bleistift austauschen gegen verschiedene Buntstifte, ihr könnt das auch mit Filzstiften probieren, aber Vorsicht, das könnte eine ziemliche Sauerei geben, da braucht ihr eine entsprechende Umgebung, wo das geht. Ja, und dann könnt ihr mal schauen, ob ihr vielleicht ein ganzes Kreiselbild malen könnt. Okay, das war's soweit erstmal. Ihr werdet wahrscheinlich jetzt schon viele Ideen haben, wie ihr verschiedene Kreisel bauen könnt, und ja, vielleicht macht ihr auch einen Kreiselwettbewerb, mal schauen, welcher Kreisel sich am längsten dreht. Da habt ihr wahrscheinlich viele Ideen. Auf jeden Fall viel Spaß beim Experimentieren und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!